Hallo und herzlich willkommen. Ich bin Angelika Pauf und ich freue mich sehr, dass du wieder dabei bist. In diesem Video werden wir alle relevanten Teile des Körpers mobilisieren und dehnen. Falls du Lust hast, verrate mir direkt unter diesem Video, wie es dir gefallen hat. Und falls du über neue Videos informiert werden möchtest, dann hinterlass ein Abo und drück dafür auf die Glocke, weil du tatsächlich nur so über neue Videos informiert wirst. So, dann würde ich sagen, legen wir los. Alles, was du brauchst, ist bequeme Kleidung, eine Matte, eventuell ein Kissen, Handtuch oder Decke. Ich freue mich, dass du dabei bist und wünsche dir ganz viel Spaß. Komm in einen für dich bequemen aufrechten Sitz und setz dich dafür gerne auf ein Kissen oder eine Kante einer Decke oder auf ein Handtuch. Und schließ kurz deine Augen. Und komm dann auf deine Art und Weise bei dir in deinem Körper an, auf deiner Matte, in dem Ort, wo du gerade bist. Wenn du magst, starte mit einer tiefen Einatmung und atme ruhig und lösend aus. Mit deiner nächsten tiefen Einatmung zieh gleichzeitig deine Schultern zu deinen Ohren und ausatme, lass sie ganz entspannt und gelöst nach hinten unten sinken. Und wenn du ein drittes Mal tief einatmest, dann halt den Atem kurz an, um noch ruhiger, noch gelöster auszuatmen. Und wenn du das Gefühl hast, gut bei dir in deinem Körper angekommen zu sein, dich und deinen Atem wahrnimmst, dann öffne langsam deine Augen und komm über eine Seite in den Vierfüßlerstand. Setz die Hände senkrecht unter deinen Schultern auf, die Knie hüftbreit, senkrecht unter deinen Hüftgelenken. Stülp die Zehen hinten um und fächer deine Hände gut auf. Mit der kommenden Einatmung beweg die Brust nach vorne oben. Ausatmen, runde deinen Rücken, zieh den Nabel zur Wirbelsäule, lass den Kopf entspannt hängen. Einatmen, erneut beweg die Brust nach vorne oben, dein Rücken wird weich und hohl. Ausatmen, werde erneut rund. Zieh die Schulterblätter auseinander und dein Kinn Richtung Brustbein. Noch zweimal so, einatmen, schenk der Vorderseite Länge. Und ausatmen, werde erneut rund. Ein letztes Mal. Atme ein und atme aus. Komm jetzt aus dem runden Rücken in eine neutral ausgerichtete, längsgestellte Position deiner Wirbelsäule. Dreh jetzt zuerst deine linke Hand, dann deine rechte Hand so zu dir, dass die Finger in Richtung Knie zeigen und die Daumen nach außen. Achte darauf, dass die Ellenbogen nicht überstreckt sind. Lass den Rücken lang. Atme ein und ausatmen, schieb dein Gesäß in Richtung Fersen. Die Handgelenke dürfen sich ruhig etwas von der Matte lösen. Einatmen, wieder lösen. Ausatmen, beweg dein Gesäß Richtung Fersen. Zieh die Schultern weg von deinen Ohren. Und einatmen, bewegst du es wieder zurück. Mach das ein paar Mal für dich in deinem Atem- und Bewegungsrhythmus. Mit dieser Dehnung wirkst du Beschwerden in den Hand- und Handgelenken entgegen. Dann bleib vielleicht mal an dem Punkt, wo du wirklich diese Dehnung intensiv wahrnimmst und schick den Atem dahin, wo du die Dehnung, die Widerstände am meisten spürst. Sehr gut. Dann komm kurz in den Fersensitz und kreis deine Hände so ein paar Mal nach außen und nach innen. Komm dann zurück in den Vierfüßlerstand. Streck jetzt dein rechtes Bein auf Hüfthöhe seitlich aus und stell den Fuß dabei auf.
Versetz deine linke Hand ungefähr so 10, 15 cm weiter nach vorne, leicht mittig. Heb dann mit deiner nächsten Einatmung den rechten Arm in Richtung Decke. Weit öffnen und ausatmen und fädel den rechten Arm unter dem linken hindurch rüber nach links. Einatmen, streck den rechten Arm erneut zum Himmel. Ausatmen, kreuz den rechten Arm unter deinem linken durch rüber nach links. Einatmen erneut, führ den Arm zur Decke. Hier bleiben. Weiteratmen. Zug durch die Finger in Richtung Himmel. Lehn dich mit deiner rechten Schulter leicht zurück und dreh deine rechte Brust in Richtung Decke, bis du eine Dehnung in der Schulter- und Brustmuskulatur wahrnimmst. Zieh dein Kinn leicht zum Hals und lass dein linkes Ohr ganz entspannt Richtung Schulter sinken. Genieß die Dehnung, genieß die Rotation. Einatmen hier, ausatmen für die rechte Hand zurück zum Boden. Schieb jetzt dein rechtes Bein auf Hüfthöhe seitlich nach rechts, wander mit deinen Händen hinterher und ziehe die linke Ferse unter dein Gesäß. Und jetzt geh nur so weit in die Dehnung, wie du sie noch genießen kannst und komm dann auf deine Unterarme. Richte die Wirbelsäule gut auf und jetzt bewege dich ein paar Mal vor und zurück. Vor und zurück. Und du wirst spüren, dass es irgendwo einen Punkt gibt, wo du die Dehnung intensiver spürst. Und bleib genau an diesem Punkt. Meistens ist es so, wenn du das Gesäß eher in Richtung Fersen schiebst. Und auch hier, atme tief ein, tief aus. Und schicke auch hier den Atem dahin, wo du die Widerstände wahrnimmst. Und lade die Muskeln oder die Bereiche, die sich eng und fest anfühlen, lade sie ein, Spannung loszulassen. Wunderbar. Dann setz deine rechte Hand auf, deine linke und komm zurück in den Vierfüßlerstand. Setz die Hände wieder senkrecht unter deinen Schultern auf, die Knie senkrecht unter deinen Hüften, stülp die Zehen hinten auf. Einatmen, bewegt die Brust nach vorne oben. Ausatmen, erneut rund. Nabel zur Wirbelsäule, Kopf entspannt hängen lassen. Komm dann wieder in eine neutral ausgerichtete Position deiner Wirbelsäule und streck jetzt dein linkes Bein auf Hüfthöhe seitlich aus und stell den Fuß dabei auf. Versetz die rechte Hand 10-15 cm leicht mittig nach vorne. Und mit der kommenden Einatmung beweg den linken Arm zur Decke, weit öffnen. Ausatmen, fädel den linken Arm unter deinem rechten durch rüber nach rechts. Einatmen erneut, beweg die linke Hand zur Decke. Ausatmen, führ den linken Arm unter dem rechten hindurch rüber nach rechts. Einatmen erneut. Streck den Arm zur Decke, Achtung, hier bleiben. Zug durch die Finger in Richtung Himmel. Wieder lehn dich leicht zurück, jetzt mit deiner linken Schulter und dreh die linke Brust in Richtung Decke. Zieh dein Kinn leicht zum Hals und lass den Kopf gleichzeitig dein rechtes Ohr Richtung rechte Schulter ganz entspannt hängen. Genieß auch hier auf dieser Seite die Dehnung und die Rotation. Tief ein, tief aus. Einatmen hier, ausatmen, komm zurück zum Boden. Schieb jetzt dein linkes Bein auf Hüfthöhe seitlich raus, wander mit deinen Händen hinterher, zieh die rechte Ferse unter dein Gesäß, geh wieder so weit in die Dehnung, wie du sie genießen kannst und komm dann auf deine Unterarme. Richte die Wirbelsäule gut auf und beweg dich so ein paar Mal vor und zurück. Vor und zurück. Und auch hier auf dieser Seite, bleib an dem Punkt, wo du die Dehnung am meisten spürst und schick den Atem wieder dahin, wo physisch etwas passiert. Wenn du merkst, dass dein Geist abschweift, komm immer wieder über deinen Atem bei dir in deinem Körper an. Komm immer mehr weg vom Denken ins Spüren in deinen Körper. Setz dann die linke Hand auf, die rechte und komm zurück in den Vierfüßlerstand. Hände wieder senkrecht unter deinen Schultern, Knie senkrecht unter deinen Hüften.
Einatmen, komm erneut in ein geführtes Hohlkreuz. Ausatmen in deinen ersten, gern bequem herabschauenden Hund. Hände schulterbreit, die Außenkanten deiner Füße hüftbreit. Die Füße etwas beugen, um so Länge in deiner Wirbelsäule zu erzeugen. Lass den Kopf entspannt hängen. Press die aufgefächerten Finger fest in den Boden und schieb so dein Gewicht nach hinten in Richtung Fersen. Spür die Dehnung in der kompletten Rückseite deines Körpers. Zieh die Schultern weich zu den Seiten, weg von den Ohren. Tief ein, tief aus und spür erneut nach innen. Dann verlagere dein Gewicht auf deinen linken Fuß und heb mit der kommenden Einatmung dein rechtes Bein lang nach hinten oben. Hier bleiben, weiteratmen. Erde dich mit deiner linken Ferse, spür die Dehnung in der linken Wade. Schiebe einen imaginären Widerstand mit der rechten Ferse Richtung Himmel. Erzeuge so Länge in deinem Bein. Zieh auch hier die Schultern weg von deinen Ohren. Achte darauf, dass du im Schulter- und im Beckengürtel parallel bleibst. Dann heb mit der nächsten Einatmung deine linke Ferse, gib den Blick vor und ausatmen, schwing den rechten Fuß nach vorne. Falls er nicht vorne landet, einfach mit Hilfe deiner rechten Hand. Komm jetzt auf deine Fingerkuppen und läng den Oberkörper. Achte darauf, dass dein rechtes Knie in einer Linie mit deiner rechten Ferse ist und zieh die linke Ferse nach hinten. Dann wirst du die Dehnung intensiver in der Oberschenkelvorderseite deines linken Beines wahrnehmen. Und zieh beide Füße energetisch zueinander. Dann bring dein linkes Knie auf die Matte oder, wenn du möchtest, leg ein Handtuch oder ein Kissen oder eine Decke unter dein Knie. Lass jetzt links die Zehen ausgleiten. Bring die Hände nacheinander auf deinen Oberschenkel. Einatmen, beweg dein Becken nochmal nach hinten und ausatmen, lass es ganz entspannt nach vorne sinken. Heb dein Schambein. Heb den Nabel, heb die Rippenbögen und dein Brustbein. Aktiviere deine Bauchmuskulatur und komm so in eine Mini-Rückbeuge. Bring dann deine Hände auf dein Kreuzbein und schieb dein Becken so ganz leicht nach vorne. Zieh die Ellenbogen hinter deinem Rücken zusammen, bis du vielleicht sogar eine Dehnung in der vorderen Schulter- und Brustmuskulatur spürst. Erlaub den Schlüsselbeinen weit zu werden. Spür die Dehnung in der kompletten Vorderseite deines Körpers, vor allem in der linken Seite. Wunderbar. Dann löse jetzt deine linke Hand ans linke Ende deiner Matte. Wandere mit deinem rechten Fuß über deine Yogamatte hinaus und drehe die Fußspitze leicht nach außen, sodass dein rechtes Knie über den zweiten und dritten Zeh ausgerichtet ist. Bring dann die rechte Hand auf deinen rechten Oberschenkel. Dreh die rechte Schulter zurück, öffne dich zur Decke, dreh die rechte Brust in Richtung Himmel. Entweder bleibst du hier oder du beugst dein linkes Bein und fasst den Fuß von innen oder von außen. Achte darauf, dass der Rücken lang bleibt in einer Linie mit deinem Becken und dass der linke Oberschenkel diagonal nach hinten zeigt. Und dann zieh ganz vorsichtig deine Ferse, deine linke Ferse in Richtung Gesäß. Atme und spür. Achte darauf, dass deine Einatmung und deine Ausatmung gleich tief, gleich vollständig sind. Einatmen hier, ausatmen, langsam lösen. Zeichne mit dem rechten Arm einen großen Bogen durch die Luft und bring die Hand zurück zum Boden. Wander wieder zurück und komm in den Vierfüßlerstand. Falls du eine Decke oder Kissen benutzt hast, legst du schon mal auf die rechte Seite. Dann komm in den Vierfüßlerstand, einatmen wieder ein geführtes Hohlkreuz, ausatmen, werden nochmal rund, lass den Kopf nochmal entspannt hängen, die Sitzbeinhöcker sinken lassen, genieß die Dehnung im Rücken. Einatmen erneut, werde weich und hohl und ausatmen, schieb dich erneut in den gleichen herabschauenden Hund.
Schau, wie das deine Hände schulterbreit sind, die Außenkante deiner Füße hüftbreit. Wenn du magst, atme mal tief durch die Nase ein und auch hier nochmal lösend durch den Mund aus. Sehr schön. Dann verlagere dein Gewicht jetzt auf deinen rechten Fuß und mit der kommenden Einatmung hebe dein linkes Bein lang nach hinten oben. Zieh die rechte Hüfte zurück, die linke vor. Bleib wieder im Schultern-Beckengürtel parallel. Presse auch hier die Hände in den Boden und schieb dein Gewicht nach hinten in Richtung deiner rechten Ferse und die linke Ferse in Richtung Himmel. Genieß die Dehnung in der Beinrückseite deines rechten Beines, die Länge in deinem Rücken. Tief ein, tief aus. Dann heb die rechte Ferse, beug dein linkes Knie, gib den Blick vor und schwing ausatmen, den linken Fuß nach vorne, eventuell mit Hilfe deiner linken Hand. Komm auf deine Fingerkuppen und läng den Oberkörper. Wieder achte darauf, dass Knie und Ferse in einer Linie sind und schieb die rechte Ferse zurück. Atme und spür. Dann bring dein rechtes Knie auf die Matte oder auf ein Kissen oder Handtuch. Lass rechts die Zehen ausgleiten, bring die Hände nacheinander auf deinen Oberschenkel und schieb einatmend nochmal dein Becken zurück und ausatmend lass es ganz entspannt nach vorne sinken. Heb jetzt dein Schambein, den Nabel, die Rippenbögen und dein Brustbein. Bring dann die Hände auf dein Kreuzbein, auf deinen unteren Rücken und schieb dein Becken so einen Tick nach vorne. Aktiviere deine Bauchmuskulatur, zieh die Ellenbogen hinter deinem Rücken zusammen und komm in eine Mini-Rückbeuge. Auch hier, schick den Atem dahin, wo du jetzt Verkürzungen, Enge wahrnimmst. Und schaff Raum über deinen Atem. Tief ein, tief aus. Dann löse deine rechte Hand ans rechte Ende deiner Matte. Wander mit deinem linken Fuß nach außen, über deine Matte eventuell hinaus und dreh die Fußspitze auch leicht nach außen, sodass deine Kniescheibe über den zweiten und dritten Zeh ausgerichtet ist. Jetzt lass dich ganz entspannt nach vorne sinken, bring die linke Hand an die Außenkante deines linken Oberschenkels, dreh die linke Schulter zurück und dreh um die eigene Achse. Wenn dir das an Dehnung reicht, dann bleibst du so. Wenn du mehr möchtest, dann beug dein hinteres Bein fast von innen oder von außen den Fuß und zieh ganz vorsichtig die Ferse Richtung Gesäß. Achte wieder darauf, dass der Rücken lang ist, in einer Linie mit deinem Becken und dass der hintere Oberschenkel diagonal nach hinten zeigt. Spür die Dehnung hauptsächlich in der rechten vorderen Seite deines Körpers, in der Oberschenkelvorderseite und vor deiner rechten Leiste. Einatmen hier, ausatmen, langsam lösen. Zeichne mit dem linken Arm einen großen Bogen durch die Luft. Bring die Hand zurück auf den Boden und komm jetzt in die Stellung des Kindes. Öffne deine Knie mattenbreit, die großen Zehen berühren sich, leg die Stirn auf den Boden ab und die Arme zurück. Und erlaub jetzt deinem Rücken ganz weich zu werden, ganz rund zu werden. Erlaub dem Steißbein ganz schwer Richtung Fersen zu sinken. Und dein Atem war. Und nimm wahr, welche Bereiche deines Körpers sich ausdehnen beim Einatmen. Und mit jeder Ausatmung wirst du ruhiger, entspannter, gelöster.
dich langsam Wirbel für Wirbel auf. Und komm nochmal in einen bequemen kreuzbeinigen Sitz, entweder auf ein Handtuch oder auf ein Kissen. Die Hände nochmal entspannt auf deine Knie oder Oberschenkel und wenn du magst, schließ hier nochmal kurz deine Augen. Nimm dir nochmal kurz Zeit, um nachzuspüren. Und vielleicht spürst du dich weicher, präsenter, wacher. Und dann nimm dieses gute Gefühl, diese positive Energie, nimm die mit. Nimm die mit in dein Leben im Außen. Dann führe deine Hände vor deinem Herzen zusammen. Senk die Stirn zu deinen Fingern. Bedanke dich bei dir, dass du dir die Zeit genommen hast, etwas für dich und für deinen Körper zu tun. Dann heb den Kopf nochmal an. Atme nochmal tief durch die Nase ein und lösend durch den Mund aus. Und wenn du soweit bist, leg die Hände ganz entspannt auf deine Oberschenkel oder Knie. Und öffne langsam deine Augen. Vielen Dank, dass du dabei warst. Ich hoffe, die Übungen haben dir gut getan und du konntest tatsächlich einen Abstand zum Auf und Ab des Alltags gewinnen. Falls dir dieses Video gefallen hat, freue ich mich, wenn du es an deine Freunde und Bekannte weiterempfiehlst. Falls du auf Facebook oder Instagram bist, freue ich mich auch sehr, wenn wir uns dort verbinden. Ich wünsche dir viel Freude, gutes Gelingen bei all dem, was du tust und was du vorhast. Mach's gut, bleib gesund und hoffentlich bis bald. Namaste.